Hi Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Ich habe jetzt nochmal zwei Sachen nachgelesen. Einmal bezüglich der Talismanne und eigentlich lohnt es sich im Moment nicht so richtig, hier weiter zu schmelzen, weil es auch noch neue Pötte zum Einschmelzen gibt, die dann unter anderem auch Vierer-Dekorationssockel geben können. Nichtsdestotrotz, also dafür würde ich auch meine, diese neuen Materialien, um Einschmelzpunkte zu kriegen und Runden und Einschmelzrunden zu skippen quasi, würde ich deswegen auf jeden Fall auch erstmal sparen. Nichtsdestotrotz, was ich nach wie vor mal nehmen würde, wenn man es irgendwo entdeckt, wäre mal sowas wie schnelles Wegstecken, mal mindestens mit einem Zweier-Slot drauf, optimalerweise Wegstecken Level der Stufe 2 und irgendwie einen Zweier-Slot drauf, aber das ist nach wie vor nicht gegeben. So, wir nehmen sie mal alle. Das heißt, Mondbogen hier war auch irgendwo. Schnelles Wegstecken, genau. Genau, Schmelzpudding, Schmelznektar. Ich glaube, für die neuen Slots kann man auch nur die neuen Materialien verwenden. Aber so ganz sicher bin ich mir irgendwie nicht. Oder war es bestrafender Zug, was ich wollte? Ne, ich meine, ich wäre irgendwie auf der Suche nach schnellem Wegstecken gewesen. Wenn nicht, ist auch egal. Schnelles Wegstecken kann ich auch mal gebrauchen, wenn es mal kommen würde. Obwohl, davon haben wir auch nicht mehr. Okay, dann. Wie viel? Boah, wir müssen noch einiges hier reinbuttern. Mal irgendwo ein paar Sachen, wo wir noch ein paar mehr von haben. Right, here we go. Aber wie gesagt, eigentlich ist es auch ziemlich für die Cuts. Okay, then. Nein! Oh, jetzt habe ich es aus Versehen. Jetzt habe ich es aus Versehen. Schnelles Schärfen. Guck mal, schnelles Wegstecken. Sind immerhin zwei Level. Den behalten wir mal. Bis wir einen besseren finden. Aber jetzt habe ich aus Versehen einen meiner Gutscheine da eingesetzt. Kann nicht wahr sein. Habe ich jetzt schon. Ah ne, Mondbogen wollte ich ja hin. Das war der Fehler. So. Ja, nein. Zack. Zack. Ach guck mal, hier sind welche, wo wir auch noch mal ein paar mehr von haben. Barzelkralle. Ja, nein. Zack. Theostra Gewebe. Zack. So, drei Stück noch. Schnelles Wegstecken. This'll be good. Ja, nein, zack. Ja, nein, zack. Ja, nein, zack. Schnelles Wegstecken. Okay, then. Ja, nein. So, haben wir jetzt alle? Ja. So, das war mal Sache Nummer 1. Sache Nummer 2. Ich habe gelesen. Wo war das mit der Geheimfähigkeit? Dass man. Achso, die sind auch wieder da. jetzt gucken wir erstmal was anderes, weil ich will mir auch noch mal einen neuen Trapper suchen, also einen neuen Fallensteller. Sind ja zufällig nochmal irgendwelche Fallensteller zurückgekommen, die ich noch nicht kenne? Ich habe sie mir gerade mal so angeguckt. Die ich so habe. Nee, aber ich glaube nicht. Ach, hier ist sogar die Giftfalle noch. Nee. So, dann Nummer 1. Ich will die Geheimfähigkeit von meinem aktuellen... von meiner aktuellen Katze mal austauschen. Ich habe nämlich gelesen, dass man hier die Lostrommel nehmen soll, weil bei der Lostrommel kann sogar ein Skill ausgelöst werden. Ich glaube, der dem Monster identisch viel Schaden zufügt und es einmal umwirft. Und das soll wohl so einmal pro Kampf passieren. Davon will ich mich mal überzeugen. Und
Was haben wir hier gerade? Genau, und ich wollte mir mal einen neuen Trapper scouten. Dafür müsste ich aber auch das Kriterium mal den Unterstützungstyp auf Unterstützer festlegen. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, oder mal zwischen den Kämpfen, oder ich gucke für mich zwischen den Kämpfen, was da so an Katzen dabei ist. Gut, und dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Ich bin mal gespannt, was diese Lostrommel angeht, ob da irgendwas Cooles passiert. Dieser Lostrommel-Skill jetzt von meiner Katze. So, wo sind wir stehen geblieben? Meisterrang 2 machen wir nach wie vor. Beste Vogel wie beim Kumpel. Oh Gott, 3 von den ganz Kleinen. Es ist so lächerlich. Aber auch das gehen wir an. So, mit Punkten bezahlen. Das Übliche bestellen. Zack. Ich bin übrigens stimmlich so ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise generell fühle ich mich heute schon den ganzen Tag so ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Und ich hoffe, dass mir jetzt zwischendurch die Stimme nicht flöten geht. Aber das werden wir zusammen erleben, Leute. Jetzt gehen wir erstmal beste Vogel-Reaver-Kumpel bekämpfen. Willkommen in der Arena, Leute. Und Junge, wir haben eine Show für euch heute Abend. Ach, so eine Arena-Quest. Die Größten der Größten sind hier und werden loslegen. Die Monster werden... Das Beste an der Arena-Quest ist ja, dass hier ein Max-Vogel rumfliegt. Zack! Alles Max. Wie cool ist das, Leute? Das sollten sie echt überall hinstellen. Oh, direkt 2 auf einmal. Und dann fangen wir mal mit ihm hier an. Was ist er? Ein Velocipri oder so? Ich kann mir... der Giftspuckende ist ein Buggy. Die restlichen Namen werfe ich immer so ein bisschen durcheinander. So, mal gucken, ob er mich die Kombo durchlässt. Ja, sieht so aus. Danke. Einmal gelb. Warum die careful? Wer macht hier was? Oh Gott, nicht getroffen. Gut, er schläft. Warum auch immer er schläft. Ist das so ein random Skill meiner Katze gewesen? Und der Hund ist dran. Nice. Ah, und hat er auch die Kralle dran gelassen? Ah jo, die Kralle ist dran. Man sieht es auch immer, wenn das Vieh von alleine Schaden nimmt. Jetzt müsste man ihn natürlich treffen. Ist natürlich nicht immer so einfach, sie zu treffen, aber... Das ist auch irgendwie mein Standard-Move, ne? Waffe wegstecken, ziehen, zweimal den Doppelschlag hier mitnehmen und nochmal drauf. Voll in die Fresse, mein Freund. Und nochmal auf die Hinterbeine. So, er sieht schon so aus, als wenn es ihm gar nicht mehr so gut geht. Kommt der Itsuki an. Ich glaube, genau, der Typ ist ein Itsuki, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, da müsste das hier ein Velocipri sein, der blaue, ne? Irgendwann müssten sie auch mal reifbereit sein, oder? Ah, er ist es auch. Nice! Dann können wir den anderen jetzt schon mal ein bisschen bearbeiten. Beziehungsweise vielleicht können wir auch nach ein, zwei Schlägen mal umsteigen. So, genau. Haben wir schon mal ein bisschen was zugefügt. Und jetzt machen wir es in die andere Richtung weiter. Okay, Waffe schärfen vorher wäre auch nicht mal der schlechteste Plan gewesen. Oh, komm, mach doch mal was. Okay. Oh Gott, zu früh ausgewichen, glaube ich. So, kriegen wir es jetzt noch irgendwie hin? Ich glaube, wir sind umgehauen worden von ihm, oder? Aber irgendwie war das seltsam gewesen. Was weiß ich, was hier passiert ist? Hm.
Wo bin ich hier vorgerannt? Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade mal ein bisschen Land gewinnen. Um mal meine Waffe zu schärfen. Ach gut, er ist auch noch nicht drüber gerannt. Dann kriegen wir sie auf jeden Fall geschärft. Ja, danke. Danke, Katze. So, wir nehmen mal den Kollegen hier mit. Aber er müsste nach wie vor eigentlich so gut wie K.O., wenn nicht sogar hinüber sein. Eieiei. Ah, danke. Ah, ne, ich dachte schon, die Katze holt mich schon wieder. Ah, ne, sie stellt einen Debuff-Teil hin. Das ist auch okay, Katze. Danke. Diesmal warst du tatsächlich ziemlich nützlich. Ach so, deswegen hat er. Gerade habe ich es noch gesagt, wie er heißt. Uzuchi. Deswegen hat er geschlafen. Weil der Velo ihn hier eingeschläfert hat. Das könnte auch noch ein Broggy sein. Aber ich weiß es nicht. Ist auch egal. So, erstes Monster erledigt. War uns anders zu erwarten. Nein, der dritte trifft nicht, weil das Kackviech so klein ist, echt. Oh, komm, ey. Gescheit ziehen können wir auch nicht. Und da ist die Waffenschärfe auch schon wieder nur noch grün. So, ich glaube, der Hund hängt dran. Und ich glaube, bei ihm müsste man das Ding ja fast immer treffen. Es gibt, er hat ja quasi gefühlt nur eine Hitzone. Ach, jetzt hängt er schon wieder am Hals oder am Kopf. Das beim ersten Mal nicht hängen geblieben. Ja, es sieht so aus. Boah, ich glaube, wenn ich ihn jetzt am Kopf treffe, nimmt er wahrscheinlich Doppelschaden, oder? Kann ein Weak Spot nicht weiter noch mehr weaker werden, wenn diese gerade dranhängt. Ich weiß es nicht. Warum ist er eigentlich vergiftet? Eine Lostrommel, bitte. Da ist das Teil, glaube ich, was den Mega-Schaden macht und die Viecher umhaut, wenn er nicht schon umgehauen wäre. Mal gucken. Na, jetzt bin ich leider nicht in Sichtweite. Oh shit. Jetzt habe ich auch nicht hingeguckt, weil ich das hier mal sehen wollte. Komm mal näher, Viech. Vielleicht wartet er auch so lange, bis das Viech näher kommt. Aber das Viech ist auch ziemlich im Eimer. Und es ist vor allen Dingen... Ah, ich glaube, es wurde doch getroffen. Oh Gott, ey, 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 ey. Obwohl es erst so aussah. Ja, man sieht, man hat es auf jeden Fall... Man hat den Treffer jetzt nicht richtig gesehen, aber anscheinend wurde es getroffen. Weil es ja auch umgehauen wurde, ne? Ist da schon ein nächstes Viech da? Oder... Ah jo, da ist auch der Buggy schon. Jetzt wird erstmal gelootet. Nein, nein, aber nicht vergessen. Bastard. Na gut. Ich glaube, das hat keinen Wert. Wir kümmern uns jetzt hier um den letzten Kollegen. Na gut, aber bevor ich mich richtig anfange, um dich zu kümmern, würde ich nochmal die Waffe schärfen, mein Freund. Damit du auch ein bisschen was davon hast. Bin ich direkt wieder... Nee, ich wollte... Hä? Was war das denn jetzt komisch? Ich dachte schon, ich wäre direkt wieder geheilt worden von der Vergiftung. So, jetzt geht's aber richtig los hier. Na gut, vielleicht auch noch nicht. Vielleicht nehme ich mal die ganzen Shinies mit, die hier hinten liegen, bevor sie despawnen. So, mein Freund. Dann kann es jetzt losgehen. Oder auch nicht. This is the end. So, du willst noch mehr davon haben. Kannst du haben. Wie wir aneinander vorbeigezischt sind. Er auf mich, ich auf ihn. Boah, diese... Da kommen immer mehr Buggies. Nicht This is the End. Ja, das war unser Ende zumindest. Unser Ende dieses Angriffs. Boah, wie ich durch die Kampfanimation auf einmal vor ihm stehe und das Ding abkriegt.
So, mein Freund, du könntest jetzt mal aufhören mit diesen ganzen Giftwolken. Ist das möglich? Naja, so ist okay. Vor allen Dingen, wenn ich mal dieses Ding hier direkt auslösen kann. So. Irgendwann müsste er auch mal reißbereit sein, oder? Oh, jetzt hat er nochmal geblitzt, Dings. Nice. Something's coming. Er hat einmal eine Panikgiftwolke gesprüht, glaube ich. Und ich gehe, glaube ich, trotzdem noch rein. Ja. Wo ist er? Aber wir sind auch direkt wieder geheilt worden. Irgendwas ist gebrochen. Hat wahrscheinlich eine Wyvern-Träne bei verloren. Ah, bin ich nicht godlike ausgewichen. Bei diesem großen Viech, da ist das auch mega schwierig. Das war eine Wyvern-Träne, war klar. Natürlich bin ich trotzdem wieder vergiftet. Naja, gut, jetzt reiten wir ihn erstmal eine Runde. Haben rot, okay. Aber ich fürchte, ich werde eh nicht alle drei aufgeladenen Spezial-Wegsteckdinger gegen ihn treffen. Ja, wo wollen wir hin? Hier vor die Wand. Ja, und dann zurück vor die Säule. Und dann wieder vor die Wand. So geht's doch. So, ich probiere jetzt mich mal ein bisschen hinter ihm zu halten. Mal gucken, ob wir eventuell alles treffen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Nein, es war so klar. Die sind so klein und schmal, diese Viecher. Man kann sie gar nicht komplett treffen, glaube ich. Also ich zumindest nicht. This is the end. I'm just getting... Ach klar, du bist doch am Boden gefesselt. Wie kannst du bis hier hinkommen? This should fix it. Ja, jetzt kommen auch seine kleinen Kumpels hinzu. Ah, wenigstens hat's noch gepasst mit dem Schärfen. Ja, jetzt hat die Reichweite nicht gereicht. Jetzt habe ich die Waffe weggesteckt und bin die Wand lang gelaufen. Na klar, na klar. Pro-Moves wie immer hier am Start. Ah, da steht das Ding, glaube ich, schon wieder, oder? Ach nee, das ist immer das Basisding, was er rausholt. Und es ist dann jeweils was anderes, was drin ist. Okay. War das nur Zufall gewesen, dass es gerade direkt einmal drin war, ja? Okay, das war schon. Ich hab nicht mal bei einem Monster bemerkt, dass es fangbereit ist. Okay, kann auch daran liegen, dass ich Noob bin, aber. Süß. Ja, eine Jagd machen wir auf jeden Fall noch. Das ging ja jetzt trotz drei Monstern relativ schnell, aber das war, glaube ich, auch die Eingewöhnungs-Arena-Quest. Da werden auf jeden Fall noch Arena-Quests vom anderen Kaliber kommen, mit zwei oder drei größeren Monstern jeweils. Und wo es dann auch echt unangenehm ist, wenn sie gleichzeitig in der Arena da sind. Gibt es hier irgendwas zum Sammeln? Ein Pilz. Hiermit kann man die Arena übrigens trennen, aber ehrlich gesagt trenne ich sie meistens zu meinen Ungunsten, dass ich dann mit mehreren Monstern zusammen auf einer Seite bin, auf engerem Raum. Obwohl der Spezialkollege darin immer noch der Banzai-Chuck ist, als ich letztes Mal mit ihm zusammengespielt habe und der die Knöpfe gedrückt hat, war er jedes Mal alleine und ich stand auf der anderen Seite mit allen Monstern. Und das hat er mehrmals hintereinander geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, jeder muss seine Spezialisierung haben. Shishé, die Questmaid. Ich würde sagen, Reiter auf drei Monstern haben wir, glaube ich, in einer Quest geschafft.
Sorry, Leute, es kratzt im Hals. Monster gebrochene Teile. So, Meisterrang, Stufe 2. Störung der Pflanzenproben. Ach, guck mal. Ach so, die kleinen. Von den Gaiaus brauchen wir, glaube ich, auch irgendwas. Von daher trifft sich ganz gut. Es ist eine unspannende Quest gegen kleine Monster und Fischis. Aber auch diese Quest will gemacht werden. Ja, und für die Quest kriegen wir jetzt natürlich alles aktiviert. Ist klar. Langsam bin ich auch in dem Stadium, wo ich denke, das Spiel will einen verarschen. Brauche ich eigentlich nicht für diese Quest, aber egal. Weißt du, anfangs kriegen wir immer alles aktiviert, dann kriegen wir gar nichts mehr aktiviert. Oder wenig. Und dann bei so einer Billo-Quest, da kriegen wir wieder alles aktiviert. Ich versuche, eine Botanikuntersuchung im Flutwall durchzuführen, aber ständig kommen mir Monster in die Quere, besonders die Gaiau und die Ludrot. Ich bin es leid und möchte einfach... Ach, ich lädt es schneller. Ich habe das Spiel mal auf den internen Speicher verschoben. Seitdem lädt es, glaube ich, doch ein bisschen schneller. Ich komme nicht mehr hinterher, gemütlich diese Questtexte zu lesen. So, die roten Punkte müssten dann das sein, was wir suchen. Ja, hier sind die ersten Ludrots. Wobei ich lieber die Fische hätte, ehrlich gesagt. Aber es ist auch, glaube ich, egal, was ich hier jage. Also ich könnte auch 15 Ludrots erledigen, dann wäre die Quest auch erledigt. Hydrobalk. Dabei wäre es jetzt eigentlich gut, sich um die Fische zu kümmern, weil uns das hier per Punkt angezeigt wird. Zumindest Ludrote und Fische. Und ich sonst nicht weiß, wo man diese Fische so findet, ehrlich gesagt. Naja, wir folgen jetzt auf jeden Fall mal dem Fluss, weil meine Sherlock-Sinne mir sagen, dass die Fische auf jeden Fall im Wasser sein sollten. Wo die Ludrote sind ja auch Wasserwesen eigentlich. Von daher halten sie sich... Auch nur in der Nähe des Wassers auch. So, da sind schon mal zwei. So, Fische sehe ich schon mal. Ein Glückswesen gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was man mit diesem Glückswesen machen muss, ehrlich gesagt. Muss ich da hinrennen oder fliegt der Vogel dann weg? Man sieht ihn auf jeden Fall da oben, diesen blauen Vogel. Oh, voll dran vorbeigezischt. Wie komme ich hin? Ja, okay, es ist nur für mehr Belohnung. Es ist auch nichts Tolles. Man kann hingehen und ihn greifen einfach. Für mehr Belohnung. Naja. Vor allem auf dieser Riesenquest hier. Für mehr Belohnung. Yeah, noch mehr kleinen Monsterteile. Achso, er ist schon hinüber, ne? Hier kommt der messy part. Gaiau-Balk. Ich glaube nicht, dass das ist, was ich brauchte, sonst wäre es mir wahrscheinlich schon angezeigt worden. Aber wir haben noch ein paar Gaiaus. Ich kann mich irgendwie nicht richtig positionieren. So, jetzt stehe ich, glaube ich, einigermaßen. Ach, da hinten ist noch einer. Praktisch, Schmetterreißzahn. Ich weiß gar nicht, wie viel Loot diese Monster haben. Die kleinen haben, glaube ich, meistens nur zwei, drei Items, die man rauslooten kann, oder? Achso, warte mal. Es war für eine Nebenaufgabe. Da könnte ich gleich mal in die Nebenaufgaben gucken. Wenn dieser Fisch hier sich mal langsam ergeben würde. Wo ist er denn? Na gut. Meine Buddies haben es übernommen. Danke, Buddies. Gaiau-Balk. Nee. Ich glaube, die sind normalerweise hier, diese neben... Ach doch, da sind sie auch. Die sind nur ein bisschen nach unten gerutscht. Große Seilkäfer. Ah ne, fotografiere, liefere, fange, fotografiere, fotografiere. Stahl, Gaiau, Barthaar. Entweder ist das ein sehr seltenes Item von diesen Fischen. Oh, das ist doch noch was Besonderes. Ich muss diese Nebenanfragen und auch die Fotografiegeschichten mal recherchieren irgendwann.
Mal gucken, bis wann ich das geschafft habe. So, schon wieder ein Gajao erledigt. Genau, bereitet ihr den schon mal vor? Ich loote den so lange. Warum macht sie so komische Musik? Das ist die Musik dieser kleinen Fische im Kampf. Haben die eine eigene Musik? I'll be taking this. Na klar, ich glaube, der letzte Schlag, ne, der hat wieder nicht getroffen. Nothing personal, buddy. Naja, ich habe nicht den Eindruck, dass man es von denen kriegt. Oder wie gesagt, Ach, guck mal, ein Eisleere-Prisma. Ach nee, das war eine normale Nebenquest, keine Lieferanfrage. Ja, oder es ist halt ein seltenes Item von diesen Fischis. Aber es ist möglich. Oder man muss sie, keine Ahnung, irgendwas Bestimmtes vorher fressen lassen. Sie von hinten, von der Seite, von vorne oder mit einem stumpfen Gegenstand oder allem gleichzeitig angreifen. Manchmal gibt es ja auch so ganz komische Bedingungen, damit Monster irgendwelchen Loot hergeben können. So, da sind noch zwei Loot-Rote. Wie viel müssen wir noch? Insgesamt 4. So, noch direkt einen erledigt. Mein Wolf ist schon nervös, ob des Loot-Rots da hinten. Ich glaube, er nähert sich auch langsam an. Oh ja, du liegst schön, mein Freund. Schön in deiner Breite. Dann verfehle ich dich auch nicht. I'll be taking this. So, wo geht's weiter? Folgen wir dem Wasser in der Hoffnung, dass hier unten noch so ein paar Fischis drin sind. Making progress. This needs some polish. Ja, hier sind zumindest auch noch Wassertiere unten drin. Aber ich glaube nur Loot-Rote. Zwei Stück sehe ich zumindest. Naja. Hat's halt nicht geklappt mit den Fischis. Da muss ich doch mal gucken, wo man das Zeug herbekommt. Ob es wirklich die Fischis sind. Oder was anderes. Quest geschlossen. Yay! Awesome, sagt sie noch. Awesome, wie wir die kleinen Monster verdroschen haben, ohne dass sie sich gewehrt haben. Here comes the messy part. Nothing personal. Jo, gibt's hier noch irgendwo was einzusammeln? Oh, Knochen. Knochen nehmen wir auch noch mit. There's something here. Wo geht's eigentlich da hoch? Ich glaube, da war ich auch verdammt selten, oder? So, hier kommt man gleich wieder fast am Start aus, ne? Aber ich glaube, hier bin ich echt selten rein in die Höhle. Ich weiß gar nicht warum. Ja, direkt wenn man rauskommt links. Ich glaube, ich bin noch nie direkt wenn man rauskommt links gegangen. Könnte man sich mal merken, dass es da auch in die Höhlen hier geht. Ich glaube, ich bin immer hier, oder? Naja, egal. Good job, buddy. Good job, buddy. Jo, die Frage ist, machen wir jetzt noch eine Quest, dann wird das hier wieder mega lang. Oder lassen wir es hier gut sein? Ich meine, wir haben immerhin zwei Quests gemacht. Ja, oder lassen wir es hier gut sein und machen beim nächsten Mal weiter. Na, ich glaube, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich gucke nochmal eben, ob wir zufällig jetzt irgendeine Lieferanfrage oder so oder sowas noch erfüllt haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ne, nur ob es eine Nebenquest erfüllt. Okay, Leute, dann würde ich sagen,
Machen wir hier beim nächsten Mal weiter mit Master Rank 2 Quests. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.